Wieso sie den Regner so mies? Sir, was geht da vor? Eure Zeit ist um, fürchte ich. Eine Rettung ist unmöglich. Chris wird mit dem Schiff nicht rechtzeitig bei euch sein. Chris, ist er okay? Keine Zeit zum Reden. Ich versuche, den Angriff zu stoppen. Ende. Verdammt, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Der schlimmste Tag deines Lebens bis jetzt. Hier, Jackass. Der Chef hat mich informiert. Euch bleibt nur noch eins. Lenkt das Zielsystem des Satelliten ab. Und wie zum Teufel tun wir das? Ich weiß alles über dieses Schiff. Ich krieg's raus. Es geht's hier wieder rein. Ich melde mich bald wieder. Juhu, wieder rein. Da wollte ich unbedingt hin. Wieder rein. Tagebuch des Weltrohragenten, erster Teil. 2004. Endlich setzen wir unseren finalen Plan in die Tat um. Er stammt von Jack Norman, unserem Anführer und Waffenbruder. Wir hatten zunächst Zweifel an der Durchführbarkeit, aber jetzt ist es an der Zeit, diesen außergewöhnlichen Plan umzusetzen. Das haben wir dem eisernen Willen unserer Kameraden und demjenigen zu danken, der uns durch seinen Einfluss unterstützt. Er hat die Schiffe vorbereitet. Diese Luxusliner symbolisieren den Verfall der Menschheit, sind ideal, um den Virus zu verbreiten, der die Menschheit auslöschen wird. Meine Aufgabe ist es, für unsere Mission ein Boot der Queen Zenobia zu gehen. Bernard Corti. 2004, 12 Stunden bis zum Missionsbeginn. Mein Körper bebt und ich kann nichts dagegen tun. Ist es Aufregung oder Angst oder beides? Fremde biologische Organismen schwirren im Geheimlabor im Kierraum umher. Der Virus ist wasserlöslich. Jeder, der dieses Wasser trinkt, verwandelt sich in ein Monster. Die Hunter BOB wurde an einer anderen Stelle infiziert und wir den Virus an Land verbreiten. Der dekadente Schandfleck der schwimmenden Stadt wird bald zur wahrhaftigen Hölle auf Erden. Und wir sind es, die die Menschen in diese Hölle stürzen müssen. Anders werden ihnen sonst nie die Augen geöffnet werden. So hat Norman es ausgedrückt. Und wenn unser betagter Geldgeber an Norman glaubt, müssen wir das als seinen Untergebenen auch tun. Bernard Corti. Ich glaube, ich muss mal eine kurze Streampause machen. Bevor es hier weitergehen kann. Ah, jetzt brauchen wir die Tür da drüben. Fahrstuhl. Letzte war ja so spannend. Und es geht wieder hinab. Juhu. Wie ich gerade gelesen habe, wahrscheinlich in den Kierraum. Yippie, juhu. Verdammt, wir stehen. So.
So, na dann. Ich weiß, was ihr tun müsst. Ihr benutzt die Drohne. Was? Auf diesem Schiff ist eine Drohne? Ja, Veltro hat sie letztes Jahr für Angriffe benutzt. Der Container ist am Vordeck. Die Drohne setzt Täuschkörper frei, die das Zielsystem des Satelliten ablenken. Okay, dann sind wir unterwegs zum Vordeck. Beeilt euch lieber, Quint Ende. Also nicht zurück in den Türraum tauchen. Da bin ich ja schon ganz gefroren. Schnell, Jill! Die Drohne ist im Vordeck! Ja, hier kommen wir da nicht hin. Lass mich raus. Ging's nochmal zum Vordeck. Wahrscheinlich erstmal runter. Ich weiß noch, wie wir Gegner treffen werden. Ja, ich verstehe. Ich werde alles versuchen, um die Re... Ich muss weg. Wollt ihr mit Veltro sterben oder wollt ihr leben? Los zum Vordeck! Ich werde hier tun, was ich kann. Los zum Vordeck! Ich werde hier tun, was ich kann. Es ist Raymond. Woher weiß er, was wir vorhaben? Und weil er den Funk gehört hat. Ich glaube, ja, da haben wir. Hier sind wir doch. Was ist da gerade abgehauen? Hier sind wir doch mit Chris gekommen. Na super. Noch dieselben wie. Hunter. Da kommen wir hier auf einmal her. Ich hatte hier noch gar nicht. So ein Schiff. Fantastisch. Weiter hier, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ach du Scheiße. Wie viele von denen sind denn hier? Schüsse bringen doch nichts. Und der kommt nicht mit.
Oh, gut. Wo ist die Drohne? Besten mal sehr schön geht. Shit. Betrüben 2. Aufstehen. Ja, verdammt. Ah, keine Munition mehr, fantastisch. Wow, ist das eine ganze Armee oder was? Endlich etwas Ruhe und Frieden. Denkst du? Sei Dank. Was könnte die BSAA von mir wollen? Wie lange ist das jetzt her? Fast ein ganzes Jahr. So leid es mir tut. Du bist zu spät dran. So, Kapitel vorbei? Nee, oder? Zwischenstufe oder was? Methode ist schon mal gut. Nur 8 wurde schon. Da wurde mitgezündet. Dieses Ding muss so weit wie möglich fliegen. Alles bereit. Lieber spät als nicht. Quint, wir sind bereit. Okay, die Pilotenfernsteuerung ist im Kielraum. Natürlich. Fern geht übers Nebendeck zum Kielraum. Das hättest du auch früher sagen können. Natürlich ist das Scheißteil im Kielraum. Ich hab's gewusst, dass wir da wieder hin müssen.
Du wunderst dich, warum ich Regia Solis aktiviert habe? Ja, was ist denn in dich gefahren? Ist es nicht etwas früh, den Zorn Gottes loszulassen? Satelliten-Zielsystem. Freigabecode eingeben. Die Zeit ist gekommen, O'Brien. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Freigabecode ist gültig. Und es ist ein Trämerling. Jetzt haben wir auch noch. Ich habe berechnet, wie lange ihr habt. Ich schick's euch. Hey, werden wir es schaffen? Ein Zeitlevel. Ich liebe Zeitlevel. Wir müssen nicht zu lange mit dem Monster aufhalten. Shit. Einfach weiterlaufen. Wir haben keine Zeit für Monster. Nightwing. Shit. Mich zu viele am Leben lasse, dann killen die mich. Scheiße. Jetzt explodier. Wir haben keine Zeit. Wir müssen eigentlich mal scannen, um eine Heilung zu bekommen, aber Zeit haben wir nicht. Nein, die Zeit ist um. Los, oder willst du hier sterben? Fahrstuhl braucht zu lange. Was sollen wir denn machen? Schnell, die Zeit läuft ab. Ja, nun. Was zum Fick? Könntest du ihn denn nicht auch halten lassen? Scheiße. Einfach abhauen. Nein, ganz schlecht. Waren wir schon. Anderer Raum. Können wir hier irgendwie hoch? Natürlich nicht. Ach, er auch noch. Fantastisch. Raketenwerfer. Jetzt haben wir die Großen nicht ausgeschaltet. Meitsche lebt noch. Da wird man einen Raketenwerfer gebrauchen können. Fuck. Hier die Steuerung. Na los, mach schon.
hätte gereicht. Hat's. Na komm. Das ist nicht gut. Sind wir tot oder was? Ende. Mal speichern bitte. Und weiter geht die Action. Bisher bei Resident Evil Revelations. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Du hast dich kein bisschen verändert. Die Zeit ist gekommen, O'Brien. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Als würden mich meine schlimmsten Feinde heimsuchen. Überlasst dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltrum. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Haken. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Wieso dacht alles oder nichts? Sofortige Eindämmung ist unumgänglich. Zu viel steht hier auf dem Spiel. Ein 17. Du bist verblendet. Ein hoffnungsloser Humanist. Es ist vorbei, Direktor O'Brien. Wie wär's, wenn du mal zum Punkt kommst, Morgan? Du spielst wieder mit dem Feuer. Aber dieses Mal wirst du dir die Finger verbrennen. Untätigkeit wird die Situation nur noch verschlimmern. Denk nach, Direktor. Oder du wirst es bereuen. Ah ja, du machst es dir wieder verdammt einfach, Morgan. Aber sobald wir die Wahrheit kennen, werden wir sicherstellen, dass sich deine Fehler nie mehr wiederholen. Zu verschwinden. Ich muss erst nur kapieren. Unter Wasser bewege ich, unter Wasser bewege ich. Alles okay? Ich glaube schon. Los, weiter! Zu tauchen.
Die müssen wir dann. Wir müssen schnell sein. Die Zeit ist knapp. Das Wasser steigt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen hier raus. Eine Reaktion. Maschinengewehr bewegt. Lass mich nicht. Funktioniert nicht. Verdammt. Wir brauchen einen anderen Ausgang. War ich doch schon. Ist hier irgendwas? Fantastisch. Meine Schüsse nicht viel. Hier ist Schluss. Schwimmen wir durch den Kiel und suchen einen Weg. Hier ist Chris. Vermilion, Parker, Jill, hört gut zu. Das Schiff ist verloren. Aber der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Jessica und ich sind auf dem Weg zur Queen Zenobia. Wir melden uns bald. Bleibt am Leben. Chris Ende. Na toll. Wisst ihr, wo wir nicht rein können? Ach du Scheiße. Wie können wir uns nicht wehren? Sackgasse aus. Waffe wechseln. AUG. Das haben wir abgelegt, das Scharfschützengewehr. Nein. Müssen wir nur tauschen. Jetzt bereuen wir das Scharfschützengewehr nicht mitzunehmen. Wenig mitzunehmen ist auch eine blöde Idee, glaube ich. Egal. Scheiß drauf. Ja.
Okay, da kann ich nicht durchschwimmen. Das ist schlecht. Wir müssen irgendwie dort hin. Aber wie? Jetzt schwimmen wir wieder zurück. Dumme Sache. So vielleicht. Wo ging's denn hier raus? Jetzt, dass hier offen ist. Nein, ist nicht. Fuck. Okay, das war offensichtlich. Oh oh. Hier schon mal mit Zug geschwommen oder was? Ich packe mir die bekannt vor. Ein bisschen Marco. Bin ich jetzt falsch? Bin ein bisschen verwirrt. Sieht eigentlich richtig aus.